Dunkle Grüße, liebe Leute, und willkommen zu einem weiteren Minecraft-Freitag. Jawoll, ja. Hallo, Shadow, du alter Lego-Steinklauer, du. Ah, mach nix. Ich hab mal neuerdings habt ihr Blue Bricks da. Ja, läuft das für mich. Weißt du Bescheid. Wie geht's euch allen? Schuppen, ja, Schiefra sind bereits wieder schon seit der knappen Stunde, glaube ich, auf dem Server unterwegs und machen irgendwelche Nether-Untergrund-Verbindungsaktionen. Ganz heimlich und gemein. Übrigens eine sehr geile Idee, Schuppen, ja. An der Stelle mal gesagt. Ohnehin. Geil, danke Shadow. Cool, vielen Dank fürs Abo. Merkt ihr was? Sounddots gehen wieder. Läuft, cool. Bevor ich was zu der tollen Idee sage von Schuppen, denn ja, vielleicht noch ein, zwei andere Sachen. Oh, jetzt schlafe ich wieder, Alter. Was ist hier los? Ich habe kein Bett hier. Was ist los mit euch? So. Folgendes ganz kurz. Also, ich hatte ja in letzter Zeit Problemchen gehabt, tatsächlich, mit Sound Alerts. Ich weiß nicht wieso. Ich schätze, weil ich neulich was mit Cubase gemacht habe, also Musikproduktion, und da ist Cubase abgeschmiert. Das ist meine beste Idee, die ich habe. Hat das irgendwie mit der Soundkarte was gemacht, dass bei OBS die Soundkarte rausgeflogen ist. Deswegen war ich mal kurz gemutet, also war hier kein Mikrofon zu hören bei mir, obwohl alles an war. Und ich glaube, deswegen waren die Sound Alerts auch aus. Obwohl eigentlich von der Einstellung her alles normal war. Hab das dann offscreen nochmal umgestellt, wie es also auf nichts gestellt, als nichts rauskam, wieder auf das gestellt, was vorher drin war, weil so man sich jetzt auch drin hatte und vorher. Auf einmal ging es wieder mit Sound Alert und das scheint jetzt auch weiter so hin zu funktionieren, soweit so gut. Das Problem haben wir gelöst. Aus irgendwelchen Gründen geht auch mein Bot auf Discord wieder, dass meine Streams angezeigt werden, die gerade starten. Da habe ich aber gar nichts gemacht weiter, das ist einfach so wieder jetzt. Habe ich eben festgestellt, da gewesen, ja, was da das Problem war, weiß ich auch überhaupt nicht, weil es mit der Soundkarte nichts zu tun hatte. Kein Plan, aber jetzt geht's, läuft. Und zweites Ding, was ich hier hatte die letzten Male, war ja Probleme mit Dragon Ball Sparking Zero. Da habe ich mir echt einen Arsch aufgerissen, weil ich so sauer war einen Tag, weil alles nicht so wollte, wie es sollte und alle Probleme kumuliert zusammen nochmal im Stream dann auf mich runterknallten. Das hat mich richtig, richtig angepisst. Und ja, egal. Ich hatte heute einen Urlaubstag gehabt und den habe ich dann verschwendet, mich weiterzubilden. Ich wollte rausfinden, was ich machen muss, um Dragon Ball zum Laufen zu bringen. Und das Phänomen, ich habe echt dazu nachzustellen, nur wenn Stream und Aufnahme gleichzeitig laufen, das habe ich heute Morgen getestet, weil ich habe es mitbekommen, Duffy zum Beispiel, nur dann hackt der Stream tatsächlich, das Bild im Stream. Wenn ich nur Stream mache oder nur Aufnahme, ging alles flüssig, also war es irgendwie da ein Problem. Also habe ich mal reingeguckt. Ich habe auch keinerlei spezielle Problemlösung bekommen, mein Problem, weil es sehr speziell war. Ich hatte viele Problemlösungen bekommen für Dragon Ball, generell jemand FPS-Starter sowas beseitigt, aber das habe ich ja an sich nicht. Auf meinem PC, ich habe es echt nur bei dem speziellen Moment. Also haben mir Tipps alle nicht weitergeholfen. Ich habe zwar halt die Versus angewandt und so weiter, aber hat alles nichts gebracht. Aber wie gesagt, es war auch für generelle Probleme mit dem Spiel, die habe ich ja nicht. Daher war es eigentlich anzunehmen, dass es nichts bringt. Ich glaube, ich bastel mal eben eine Holzaxt und ganz nebenbei. Ja, also weitergesucht, geguckt, keine Ahnung was. Hab dann festgestellt, durch vieles online gehen. Ach, da habe ich noch was gehabt, scheiße. Durch vieles online gehen und so weiter beim Stream zum Testen, dass es aus irgendwelchen Gründen ordentlich funktioniert, ohne irgendwelche Stutter bei einem Kamehameha. Wenn ich. Stirb! Stirb. Der muss auch noch weg, glaube ich. Ja, jetzt alles nichts. Der ist auch ein bisschen weg, denke ich. Der muss weg. Jedenfalls. Siehst du, das ist auch ein Problem, was ich machen wollte, mich kümmern wollte, dass sie die Axt kaputt geht mit zwei Schlägen. Das sollte so nicht sein eigentlich, aber ist egal. Das sind meine Problems, die kann man irgendwie später oder gar nicht lösen, ist egal, das ist nicht so relevant. Oh, jetzt habe ich 37 Setzlinge am Arsch, wer braucht die denn? Husch. Auch jemand Schwarzeiche, dann kommt zu mir, holt euch ab. Gerade geht's. So, jedenfalls. Als ich dann den Encoder wechselte von X264 auf X265, was eigentlich schon hätte sein müssen bei mir. Wir trinken was für Brummi. Brummi, dunkle Grüße. Ist Varo schon fertig mit dem Stream oder was? Schon ist gut nach 10 Stunden. Ja, Shadow, ich weiß. Es ist aber die Ultimate Timber Plugin-Mod-Geschichte, die das macht. Es ist nicht Vanilla Minecraft in dem Sinne. Aber ja, ich finde das auch ziemlich cool aus. Ich mag das sehr. Ich hoffe, ihr geht's gut.
Mummi, ich hoffe, euch allen geht's gut generell nach der bestimmt stressigen Arbeitswoche. Bei mir halt nur 4 Tage. und so weiter und so fort. Aber ich will den Punkt doch fix beenden. Das dauert noch ein Weilchen. Also rede ich mal einfach weiter, ne? wo war ich stehen geblieben? Ja, jedenfalls normalerweise hätten meine Videos alle bereits in dem entsprechenden Code aufgenommen, aufgenommen werden müssen von OBS, weil ich das bereits vor einer Weile umgestellt hatte, eigentlich. Ich war irritiert, dass es da nicht so war, aus irgendwelchen Gründen. Kurz überlegen. Jetzt mache ich ja klar, jetzt muss ich das, was da ist, wieder oben aufbauen. Ist ja hier nicht der Turm, ist ja das Magieschülchen. Aber ich wollte hier erweitern das Fundament um, keine Ahnung, bis hier vielleicht. Die Frage, ob ich jetzt auch schon hier ein bisschen weitermache, vielleicht sogar. Einen nach rechts könnte ich ja theoretisch, weil das interferiert hier bitte hier, was da oben ist. Ich glaube, das mache ich sogar. Hier oben bereits einen breiter. Aber erst ab hier. Ab da nicht. Ja, das machen wir. Ab hier, habe ich gesagt, ne? Jawohl. So. Jawohl. Guck mal, das wird optisch, aber egal. Ja, jedenfalls, Probleme hier und da. Ich weiß nicht, wieso ich drin war. Ich glaube, es hat vielleicht mit dem PC-Wechsel damals zu tun, vor einem knappen Jahr. Kann sein, dass ich bei den OBS-Anpassungen das falsch gemacht habe, tatsächlich, und vergessen habe, es anzupassen. Und deswegen war es dann eben der falsche Codec an der Stelle. Jedenfalls ging es auf einmal mit dem Codec, tatsächlich. Der einzige Haken mit dem Codec war aber, das war richtig nervig schon wieder, dass dann im Streaming-Programm, in meiner Software, Vegas Pro 14, mit der ich ja immer rendere und so, dass da auf einmal die doppelte Anzahl an Audiospuren da waren, aus irgendwelchen Gründen. Mir geht's gerade gut, euch allen. Ja, soweit auch. Teste gerade in Minecraft nochmal Mechanismen. Okay, bevor du reinkommst oder was? Jedenfalls, ich bin ja raus. Ich sollte nichts vorlesen, wenn ich was erzählen will. Das merke ich jedes Mal. Aber ich mach's trotzdem immer wieder. Schön blöd. Und dann wundern wir, dass nichts kommt. Ja, hast du die richtigen. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt wirklich pures Holz haben will. Ich glaube, das wird schon funktionieren, optisch. Das geht. Ich habe trotzdem 3 Sachen drin irgendwo als Akzente. Ja. Halt 3 dann. So, fertig. Läuft. Wenn ich hier auch ein Fenster einbaue, jetzt ist noch offen. Weiß ich noch nicht genau, ob ich es machen möchte oder nicht. Jetzt brauche ich ja sonst Zeug. Na toll. Hab Bock auf ATM, all the mods. Irgendwer meint, es wäre zu viel. Aber wenn du es brauchst, dann gönn dir. Aber hier wahrscheinlich dann doch eher weniger. Komm, was soll's eigentlich alle, oder? Zack. Auf jeden Fall kann es sein, dass beim PC-Übergang damals ich vergessen habe, es anzupassen und die falsche Einstellung genommen haben. Deswegen war der Codec drin, der falsche. Keine Ahnung. So was der falsche, das sollte so nicht sein. Aber ich war schon bei den Audiospuren. Mensch, was hat doch ein Ton? Ja, die waren halt doppelt und dreifach aus irgendwelchen Gründen, was ich nicht gut fand und das auch kacke ist. Weil muss ich jedes Mal, wenn ich meine. Ja, falsch. Wenn ich meine. Doch, richtig, ne? Schwarzlöcher war's. Jawohl. Das heißt, jedes Mal, wenn ich dann meine neuen Projekte reinlade zum Rendern, muss ich eigentlich theoretisch 2 Spuren rauslöschen. Das ist super ätzend. Deswegen war es für mich keine Option. Hab aber nicht rausgefunden, wo das Problem lag. Natürlich nicht, wäre auch zu leicht gewesen. So. Das habe ich, glaube ich, gegenüber falsch gemacht, sehe ich gerade. Und da ich bei meiner Recherche, was er machen kann und nichts gefunden habe, rausgefunden, dass es inzwischen schon einen ganz neuen Codec gibt. Ist inzwischen, er ist schon ein bisschen älter, aber er ist jetzt ein bisschen optimierter worden. Wurde ein bisschen optimiert. Bin ich zu hoch hier? Oh ja. Bin zu hoch. Ja, Mensch. Es kommt bestimmt trotzdem mal erstmal wieder weg damit. Das soll ja so nicht. Nämlich gibt es inzwischen, oder länger Zeit auch schon besser entwickelt inzwischen, den AV1 und den auch von Nvidia entsprechend. Den Encoder. Und der sollte mal idealerweise ein bisschen besser sein als der X64 bzw. 65.
beziehungsweise der 265er ist ja HEVC. High Editing, irgendwie blablabla, bla bla, weiß gar nicht, was ausgesprochen das Ganze heißt. Hehe. Und das habe ich auch falsch gemacht. Habe ich halt geguckt, wie ich das Ding rankriege. Läuft. Hab dann gemerkt, ja, kann man machen. Ich kann damit offenbar aufnehmen mit OBS. Aber das Problem war, Vegas 14 konnte das Ganze dann nicht lesen. Das Codec-Format wurde nicht unterstützt. Also hat mir das effektiv quasi nichts gebracht. Also ich Recherche gemacht, was genau an diesen tollen Software-Sachen unterstützt dieses Format. Und es gibt ja idealerweise inzwischen eine aktuellere Version von Vegas, tatsächlich inzwischen schon Vegas Pro 22, also ein bisschen weiter als meine Version. Und tatsächlich kann die schlicht und ergreifend diesen Codec lesen. Und dachte mir so, ja, wenn es nicht zu teuer ist, dann upgrade ich mal. Nach ein paar Jahren ist es, glaube ich, auch legitim, das mal zu tun. Ich bin zu weit hier, ne? Ich bin zu weit, nein! Und hat auch tatsächlich Glück. Also so ein Neukauf, glaube ich, kostet von den ganzen Dingen 300 Euro oder sowas, keine Ahnung, oder 200. Aber aktuell gilt bereits Black Friday. Ein Black Friday Deal, bei dem Magic, das ist ja das zugewiesene Studio, was da für das Ganze zuständig ist, was ja nicht sich verantwortlich zeigt bei, ich sag schnell, meiner Software dafür, bei Vegas, früher war es ja Sony, inzwischen ist es dann Magix, kennt ihr vielleicht vom Music Maker und so weiter. Und ja, die haben halt schon Black Friday Deals drin. Entsprechend war das Upgrade von meiner aktuellen Version von 200 Euro auf 99 runtergesetzt. Und da hab ich mir so, ja komm, schlägst du gleich mal zu, gönnst dir, hast das neueste Dingens von allem. Und inzwischen ist auch Vegas nicht mehr so crafty, wie es vor vielen Jahren war und kann auch wohl, glaube ich, jetzt inzwischen auch mich belesen heute, weil ich habe auch überlegt, wenn ich schon was Tolles kaufe, kann ich auch gleich zu vielleicht Adobe Premiere umsteigen komplett. Obwohl es meinen jahrelangen Workflow komplett über den Haufen schmeißen würde, aber egal. Da hätte ich mal ein Prestige-Programm. Tatsächlich aber ist Vegas heutzutage wohl nicht mehr so weit weg von besagten Premiere. Daher tatsächlich so Cortessa irgendwie, also die sind mehr oder weniger gleich auf, haben halt verschiedene. Hier stimmt doch was nicht. Bestimmte Dinge können die halt besser und unterschiedlich und sowas. Ah, hier habe ich generell einen Fehler, glaube ich, drin, ne? Der ist da unten und der ist nicht da unten. Ah! Da sieht es hier so komisch aus. Ach so nicht. Hab mich also dann doch entschieden, bei meinem zu bleiben, weil wie gesagt, ich kenn's ja sowieso schon und die Einarbeitung ist dann nicht schwer, weil du kennst das ja alles und so weiter, deshalb ist ein bisschen moderner, ein bisschen besser und so weiter und so fort. Upgrade gegönnt und jetzt läuft das alles wunderbar. Hab dann noch diverse Tests gemacht mit dem neuen Encoder, sowohl beim Codieren als auch beim Encodieren, beziehungsweise beim Video-Rendern dann. Hab mir dann Videos genommen von eben Dragon Ball und die halt exakt mit den anderen Einstellungen gerendert und so weiter und so fort. Und siehe da, bei kleinerer Dateigröße und kürzerer Renderzeit, obwohl bei 2 Minuten Testmaterial ist das kaum beachtlich, weil ein paar Sekunden nur schneller, aber sonst allem, aber deutlich kleinere Dateien, habe ich optisch das gleiche visuelle Erlebnis wie beim alten Encoder. Wahnsinnig geil. Also ich werde künftig ein bisschen Zeit sparen und vor allem auch Space. Also ich werde sowohl meine Festplatte nicht so vollballern so schnell und ich werde auch künftig schneller hochladen wie bei YouTube, weil auch da die Files aber kleiner sind. Richtig mega. Glaub also, mein heutiger investierter Tag, der ist es letztendlich wert gewesen. Bin auch ein bisschen stressig gewesen aufgrund dessen, aber ich glaube, das gibt eine tolle Zukunft für mich und meine ganzen Sachen. Ich habe mich damals schon die Bolle gefreut, als ich dann mal den Vukuda bekommen habe als Codierungsdingens, weil Vegas und generell alle diese Softwares, auch Adobe Premiere, sind auch nicht so geil, wenn es ums Rendern an sich geht. Weil die nicht die geilsten Codecs anbieten, tatsächlich. Und ich überlege gerade. Und mach ich das hier? Mach ich das einmal nach hier? Ich glaube, ich mach's einmal nach hier. Sich so einmal nach außen gehe mit dem Ding. Der quasi schräg davon ist. Ja, ich glaube, das mache ich. Wobei,
Von hier sieht es gut aus, dann auf der Seite vielleicht doof. Ich probiere es mal. Zack. Naja, Lirum Larum Löffelstiel. Wer nichts sagt, der weiß auch nichts oder viel. Und darum ist das jetzt so. Basta. Jemals habe ich damals beim Bukuda sehr gefreut, dass dann einfach als externes Tool das ganze Rennen dann schneller ging und so weiter und so fort. Aber jetzt ist nochmal ein ähnliches Gefühl, nicht ganz so extremer Unterschied natürlich, weil der Bukuda macht schon sehr viel, auch jetzt immer noch. Aber das läuft einfach, das lübt. Richtig angenehm. Kixi, meine Kraft, jawoll! Wie geht's dir, wie steht's dir? Warst du auch bei Varu Stream dabei heute? Der war ja viel zu lang. Nur jetzt ist er aufgestanden. So, durch diese Erweiterung kommt das hier ein bisschen komisch, wenn ich hier ein Fenster reinbaue, ne? Beziehungsweise, naja, hier will ich kein Fenster, oh Quatsch. Hier kommt sowieso kein Fenster, mache ich so. Fertig, da kommt da ein Fenster. Und das passt das. Hier könnte ich sogar ein 3x1 Fenster machen, glaube ich. Mache ich auch selten, aber bei so einem Haus passt das irgendwie. Ja, machen wir. Und wenn die unten nur die Toiletten rennen sollen, wie ich es immer noch vorhabe, müsste eigentlich so ein Fenster weniger. Also das hier, das wird auch damit ja ganz gut passen. Überlege ich mir noch. Irgendwann. In ferner, ferner Zukunft. Plop, plop, plop. Ja doch, alles stimmt. Jedenfalls bin ich erstmal happy. Klar, ich habe Geld ausgegeben heute. Aber happy bin ich trotzdem. Weil ich denke mal, es lohnt sich einfach alles. Und davon ab bin ich auch nebenbei auf eine ganz andere Sache gekommen. Und zwar, ich überlege schon seit Ewigkeiten, ich habe es glaube ich nie groß kommuniziert, aber ich überlege schon seit langer Zeit, mir eine bessere Webcam zu holen. Ich habe zwar eine, die ist okay. Und bei der Größe, die ich habe, ist es auch völlig ausreichend. Es ist halt eine Logitech C922 Pro, wenn ich mich nicht täusche. Also ein Standardding von vor vielen Jahren. Ist aber bei bestem Willen nicht als Beste auf dem Markt und auch nie gewesen. Heute auch schon gar nicht mehr. Da ja schon lange überlegt, ob ich da vielleicht upgraden möchte. Und da ist mir während meiner ganzen Internet-Suche heute auch so ein Video ins Auge geploppt von Nilsson. Wer kennt ihn vielleicht, einer von euch, der ganz sympathische Dude auf YouTube, der viele Tutorials macht und so. Aber ich habe schon viele Informationen und sowas abgeholt in der Vergangenheit. Moment. Ja, das ist tiefer. Der ist höher. Na nü. Ja. Weil der Stein auch da zu hoch ist. Ah. Nein, der ist richtig, der ist falsch. Ah, so rum nämlich. Das muss ich ja mal spiegeln, das Ganze. So ist richtig. Einmal weg. Einmal ran, habe ich gesagt. Der wieder weg. Aber ja, klar. Jedenfalls gibt es da so ein tolles neues Ding, so einen tollen neuen Player auf dem Markt, wenn man das so sagen möchte. Warte mal ganz kurz. Achso, Inventar war voll, deswegen. Ich muss das nicht mein Inventar drin gewesen, wo ich es ja gerade abgebaut habe. Nein, wo ist es hingelaufen? Willst du zurück? Da. Ich bin noch geizig, ich muss alles sparen. Jetzt ist es richtig da vorne, jawohl. Sieht von innen ein bisschen komisch aus, aber von außen sieht es besser aus. Kurin! Nee, Shedrick! Ich habe Kurin gedacht. Grafische Probleme und Minecraft kennt man. Rüstet mal PC ab, würde Kurin sagen. Ja, am Arsch. Bei dir geht 20 Uhr los, ne, Shedrick? Wer du keinen Bock auf Minecraft hat, ne? Ab 20 Uhr bei Shedrick Spendenstream und so. Ich glaube, 12 Stunden oder 10 Stunden wurde er streamen. Bis in den frühen Morgen hinein. Und ich kann jetzt schon mal spoilerfrei garantieren, dass sie rüber raiden werden, wenn wir fertig sind. Wann, weiß man nicht, aber machen wir auf jeden Fall. Das sieht komisch aus, so irgendwie. Doppelbelegung hier irgendwie. Aber ist schon richtig gebaut. Von der Idee her. Einmal das wir noch oben drauf, ja. Dann sieht es ja ein bisschen komisch aus. Was soll's. Kann man nachher vielleicht mal irgendwas kaschieren.
Was? Nein, Ende offen. Ach so, ach so. Ich dachte, deine 12 Stunden plus 1, ja okay, wegen Pause. Ich geh mal das Legends schütteln. Ja, ja, mach das mal. Jeweils haben noch viel zu tun heute bei Shattuck im Stream dann. Gegen späten Abend, wenn ich längst im Bett liege wahrscheinlich. Ich bin gespannt, ob ich meinen Stream abschaffe heute, weil ich schon so müde bin irgendwie, aber keine Ahnung. Das dann noch, wenn ich mal. Hey, Jingle Bells, Batman Smells, Robin laid an egg. Batmobile, Lost a Wheel and Joker got away. Hey, vielleicht mache ich es auch tatsächlich so, dass ich oben 3 mache von der Sorte. Eigentlich why not, oder? Ich mag das nicht, wenn es so aussieht. Dann sieht es nicht an sich besser aus. Wenn das ein dazwischen hat und nicht 2. Natürlich inkohärent, aber meine Güte. Samira! Willkommen im Lurk, würde ich sagen. Fängst auch gleich an zu streamen, oder jetzt doch nicht? Geht das so? Nein, das bringt einen gewissen Level Asymmetrie rein, den ich auch ganz cool finde an der Stelle, weil es gewollt wirkt. Ist es ja auch an der Stelle. Ich glaube, das mache ich sogar so. Wirkt dadurch ein bisschen größer, die obere Etage, obwohl sie gar nicht so ist, weil es ist ja 1, 2, 3, 4, ne? Aber Genius. Optischer Effekt, doch, das mache ich so. Machen wir 3 rein. Hui. Gute Idee. Zurück zur Facecam. Jedenfalls gibt es einen ganz neuen Player auf dem Markt, sozusagen, der es mit der Elgato Facecam Mark II aufnehmen kann oder andere Vorzüge hat. Und die war ja bisher auf meiner Wishlist gewesen bei Amazon. Also falls ihr mal Bock habt, mir zu schenken, ne, gönnt euch oder gönnt mir. Aber jetzt habe ich alternativ die andere dazu genommen. Wobei ich, wenn ich... Ich hoffe da auch im Black Friday Deal tatsächlich. In ein paar Wochen gucke ich mal, ob ich mir die vielleicht hole dann. Weil die ist halt einen ähnlichen Preis, auch nicht so teuer tatsächlich. Und glaubt, die wird mir eine ganze Menge bringen. Vor allem, weil die so genial ist. Die ist total klein, kompakt, ist magnetisch. Du musst sie mir festschrauben wie normale Cams. Du kannst sie oben raufpacken. Kannst sie auch drehen, zack, festkleben. Dann hast du ein vertikales Bild für vertikale Aufnahmen. Was ich auch nochmal vielleicht künftig ein bisschen machen wollte. Auch hauptsächlich für die Band-Tipps. Für so Instagram-Shorts und so einen Scheiß. Und mit der entsprechenden Qualität und einfach zack, zack umswitchen, wäre das schon ziemlich cool. Das Ding heißt, wie ist es noch gleich? Ich glaube, Osport Meet 2. Sah aus wie eine ziemlich coole Webcam. Ich glaube, die werde ich mir tatsächlich irgendwann gönnen. Sofern nicht jemand zuvorkommt, mir zu Weihnachten eine schenkt. Haha, aber es wird nicht passieren, weil ich kaufe sie ja wahrscheinlich vorher. Aber das ist so mein nächstes Goal. Equipment-wise für Streams und so weiter. Bin sehr gespannt. Macht einen guten Eindruck. Und jetzt muss ich ja konsequenterweise eigentlich diesen hier setzen. Damit es von außen irgendwie nach irgendwas aussieht. Oder ganz anders. Weil ich finde das auch schon ein bisschen... hart an der Grenze, weil es so extrem dicht dran ist. Entweder mache ich hier... Das sieht ja doof aus, weil die... Ja, genau. Man geht auch, das so zu machen eigentlich. Jetzt natürlich geiler, wenn die Treppen das gleiche optische Merkmal wie die Dinger hätten, aber das haben sie leider nicht. Das kann ich auch nicht reinprogrammieren einfach so. Oder gar nicht wahrscheinlich. Wenn ich es aber vielleicht... Nein. Ja, ich weiß, jetzt ein falscher Stein gerade, aber ist egal. Wenn ich vielleicht so mache, dass man den Übergang so ein bisschen weicher hat. Ich glaube, das mache ich. Dann könnte ich auch das hier gelten lassen. Aber ich will nochmal testen, wie es mit den richtigen Treppen aussieht dann. Also auch mit diesem polierten Stein. Habe ich hier noch dabei? Natürlich nicht! Wäre ja auch zu leicht, ne? Wäre auch viel zu leicht. Meine Fresse. Alter. 1, 2, 3, 4. Sollte reichen. Ich muss dringend wieder Platz im Inventar schaffen. Dringend. Plop, 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 plop. Meist ist eine ganz andere... Naja, gut. Ist ja normal bei dem Dingens. Geht halt auch, ne? Das sieht jetzt generell passender aus, aber irgendwie auch langweiliger, finde ich tatsächlich.
Jetzt kommt der auf einmal nicht zur Geltung, weil sieht der bescheuert aus. Den fand ich eben gerade ganz schick mit dem Holz zusammen, aber so geht das irgendwie nicht so wirklich. Also auch gar nicht geht das hier nach unten, nach außen, das ist auch pfui. Mal so gucken. Finde ich deutlich interessanter tatsächlich. Auch was jetzt so längs verläuft, das ist auch nochmal ein anderer Kontrast obendrauf. Ich denke, ich bleibe tatsächlich bei dieser Variante. Nein. Und ich würde tatsächlich sagen, dass die anderen Stufen da auch besser passen als diese hier. Weil hier ist es ein sehr harscher Übergang. Den finde ich hier, den Gekrissel, nicht so harsch. Weil das ja auch strukturierter ist. Wenn das jetzt, finde ich echt ein guter Übergang eigentlich. Klar, ist jetzt nicht super, super, super sauber. Das gibt es einfach nicht her. Aber doch, das gefällt mir eigentlich. Das gefällt mir soweit. Das machen wir. Das machen wir, glaube ich, auch an der Stelle. Hier ist sowieso die Ecke. Das müsste ich halt idealerweise. Ich glaube, ich baue jetzt mal vielleicht innen drin die Begrenzung, wie ich die ganzen Räume haben will, bevor ich jetzt außen den Raum zumache und dann nicht weiß, wie groß sie werden müssen, bevor ich hier weitermache. Aber ich mache erstmal die andere Seite auch noch ganz fix soweit. Damit das auch erledigt ist. Na, na. Bleib weg hier unten. So. Das ist doch echt nicht verkehrt. Dieses tückige Versetzte. Der kleine Haken, wenn das hier natürlich hier so groß ist und hier so klein ist, weil es hier nicht so übereinander lappt, ist auch ein bisschen komisch, aber ich glaube, das kann ich so abkaufen, trotz allem. Mut zur Hässlichkeit. Oder Mut zu asymmetrischen Formen. Muss auch mal sein. Mag ich sonst zu selten. Also nie eigentlich. Könnte theoretisch jetzt tatsächlich diese 1, 2, 3, 4, 5 mit dem nochmal hier ransetzen, aber dann wäre ich ja nur ein weiter als hier, das kann es also auch nicht sein. Ich muss weiter als das gehen. Oh. War leider keine exakte Mitte, dann würde ich sagen, ich mache hier vielleicht nochmal nur so eine Säule in die Mitte. Aber ich will keine Doppelsäule haben, also lassen wir es doch eher sein. Aber gut, wie gesagt, ich werde die Räume vielleicht von innen irgendwie andeuten zumindest. So, die kommen ja hier drauf als Magieschüler. Lalalala. Hallo Harry, hallo Hermine, lalalala. Oh, wo ist der Klassenzimmer? Da vorne vielleicht. Und dödeln in der Gegend rum. Ein bisschen Platz hier ist in Ordnung, dann kommen. Das ist okay, ne? Vom Platz her. Dann bauen wir die jetzt hier ganz zu, weil als Bonus sind sie so nicht ideal. Die Teile hier. Also. Haben wir hier einen Eingang. Und da. Oh, ich hätte doch ganz schön nach hinten bauen, tatsächlich. Wenn ich das so mache. Aber muss ja tatsächlich. Anders geht das nicht. Weil das ist schon recht eng jetzt wieder. Ich wollte ja tatsächlich irgendwie hier anfangen, den Raum zu machen. Und dann hier hinbauen. Das ist, glaube ich, total unpraktikabel. Dann baue ich hier noch bis hier tatsächlich. Ich wollte nur bis ungefähr dieser Fackel erweitern. Oder diese Zwischenraumfeld. Das wird ja bis hier werden, wie es aussieht. Ja gut, dann ist das so. Ja, ist dann so. Hilft nichts. Was mache ich dann da, ist die Frage. Hier muss es ja gar nicht weitergehen, wenn hier sowieso die Ecke ist. Kommen wir wieder die ran, wa? Hey, na, so kaputt heute. Ich fühle es irgendwie. Ach, Akurin, gar nicht. Oh. Toll. Weil hier der voll fokussiert war. Mensch. Und ja, bist du immer noch. Was ist denn los bei dir aktuell, Akurin? Bist ja nur müde. Jeden Tag. Gefühlt. Irgendwie. Was ist denn das? Dass hier die Ecke ist, ne? Wenn ich hier auch eine Ecke hinmache. Bist du eine Ecke? Nein, du bist keine Ecke. Das wäre die Ecke. Mach ich da wieder so eine Ecke drauf. Und jetzt kommt ja das Zimmer und so. Das heißt, auch hier dann wieder die Dingers drauf stapeln.